Hallo, ich bin Björn. In meinem letzten Video über Spotlight habe ich dir gezeigt, wie ich Spotlight auf meinem Mac reparieren wollte. Das hat auch erst funktioniert, aber kurz nachdem ich das Video hochgeladen hatte, ist der Fehler schon wieder aufgetreten. Das heißt, in meinem speziellen Fall war das eben nicht die Lösung des Problems. Ich dachte mir dann, dass es ein Fehler im Programm sein muss und habe einfach mal das Betriebssystem aktualisiert auf macOS High Sierra. Das war sowieso überfällig. Und dann anschließend nochmal zur Sicherheit den Spotlight Index neu gebaut, so wie ich das in meinem letzten Video beschrieben habe. Und damit konnte ich das Problem lösen. Spotlight rennt jetzt seit über 2 Wochen ohne zu zicken, also alles cool. Was habe ich da wieder daraus gelernt? Manchmal ist die Lösung für ein Problem nur ein Software-Update entfernt. Falls du das schon gemacht hast und Spotlight immer noch kaputt sein sollte bei dir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall den Tipp aus meinem letzten Video. Das verlinke ich dir nochmal am Ende und unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und natürlich Abonnieren. Tschüss!